Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Dem Spiel, wo wir jetzt bei den letzten Zettel angekommen sind und ich jetzt gerade feststelle, dass das ein Zettel ist, wo alle Kombinationen alle nochmal vertreten sind quasi, soweit ich das sehe. Und ja, wenn ich jetzt den Zettel durch habe, dann sollte auch die Errungenschaft ausblenden. Wenn nicht, dann muss ich nochmal überprüfen. Auf jeden Fall werde ich jetzt diesen Zettel exakt Schritt nach Schritt abarbeiten und auch darauf achten, dass das so ist, wie es ist. Entschuldigung, eben kurz einen Schluck getrunken. Tut mir leid. Nee, also wie gesagt, dann werde ich gucken, ob das so passt. Wenn das allerdings nicht passen sollte, muss ich gucken, welche Kombination ich noch nicht hatte oder welche Kombination fehlt. Ansonsten mache ich das nochmal komplett. Werde das dann in der Aufnahme nachtragen oder so, keine Ahnung. Nicht viel hinein in den Spaß und ich würde sagen, viel Spaß bei dem letzten Part, eventuellen letzten Part und dem eventuell auch letzten Timeraffer, weil ich werde jetzt den Zettel abarbeiten und nicht stoppen, bevor ich den Zettel nicht durch habe. Deswegen viel Spaß beim Timeraffer. Thank you.
Thank you.
Leute, ich melde mich gerade zurück. Nicht, dass ich euch wundere, dass vorhin Schnitt man machen musste gerade, also das fällt vielleicht ein bisschen auf, dass ein kleiner Schnitt ist. Ich musste nicht mal ganz kurz dahin, wo die Natur ruft. Ich wollte sagen, das ist jetzt die letzte Datasette. Wenn ich jetzt die Errungenschaft nicht habe, muss ich nochmal was nachgucken. Oh, ein Stab. Das ist so kalt. Und nichts. Nichts passiert. Nicht mal die Errungenschaft wird gezeigt. Ich fasse es nicht. Jetzt gucke ich nochmal nach. Welche habe ich denn nicht abgestrichen oder welche habe ich nicht mir notiert? Der erste Zettel ist schon mal alles. Um alle Varianten abzudecken, kann man ähnlich wie im Binärsystem eine Tabelle anfertigen. Diese ist hier wiedergegeben. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber erster Zettel schon mal nichts drauf. Den Zettel, den ich eben hatte, habe ich komplett abgestrichen. Da braucht man gar nicht großartig kombinieren, sondern braucht nur alle drei immer kombinieren miteinander. Mal sehen, habe ich hier irgendwas übersehen oder nichts abgestrichen? Nee, auch nicht. Und jetzt der letzte Zettel, den ich ja vor kurzem erst gemacht hatte. Auch nichts. Gar nichts in dem Fall. Weil ich nochmal gucken kann, ob diese Kombination 00, 222, 111 und so weiter, ach was weiß ich, ob die nicht vorkommt. Zweimal die 0 und dreimal die 2 da. Doch, kommt vor, das ist aber nicht das Ausschlaggebende, also. Und dann 1, 2, 3 mal die 0. Nicht, dass er das hier aus der Liste aus Versehen weggelassen hat. 1, 2 und 3 mal die 0. Das habe ich da. Ja, das ist auch dieselbe. Na gut, ich habe versucht, Leute, ich hätte euch ja gerne die Errungenschaft gezeigt, aber anscheinend, ja, das ist jetzt natürlich nicht das, was ich machen wollte, dass es nicht komplett wird. Jetzt muss ich mir ganz kurz nochmal alle Guides aufrufen, das wollte ich gerade mal haben. Englisch, Deutsch, 1001 Wolfertinger. Ich gucke mal nach, ob man das in einem Run machen muss oder nicht. Warte, um alle möglichen Varianten zu erstellen und die zum Klonen kann wieder Klonstation genutzt werden. Also es ist am sinnvollsten, die am Streichelzoo zu benutzen. Es gibt ja jetzt nur mit dem Archiv und beschäftigen, die sich
Okay, da ist jetzt noch ein Guide verlinkt, wo man dann sehen kann, welche Kombination man zum Beispiel vergessen hat. Ach du heilige. Grandios. Okay, das ist ja nur auf Englisch, aber nicht, dass es mir was bringt. Nichts, was jetzt irgendwie nützlich ist. Also es weist nicht darauf hin, dass man das in einem Run machen muss, Leute. Von daher würde ich sagen, auch wenn ich jetzt das versucht habe und es nicht geschafft habe, ich werde einfach jetzt nochmal nachgucken, wie man das mit den 1001 Wolpertinger schafft. Nicht, dass es jetzt irgendwie wichtig ist, aber naja. Es dauert ungefähr sowieso geschätzt eine Stunde, bis er das ja, durch hätte mit dem Programm. In dem Fall ist das aber einfach nur ein Mouse-Recording, heißt, wir würden quasi ja, das einfach durchlaufen lassen und mit STRG-SHIFT-S dann erst abbrechen, wenn das durch ist. Aber das will ich ja nicht, ich will das ja eigentlich von Hand haben. Heißt, ich muss mir jetzt nachher nochmal meine ganzen Aufnahmen angucken, beziehungsweise meinen ganzen Verlauf, und nochmal die Liste überprüfen, welche ich vielleicht noch nicht gemacht habe. Das heißt auch die, die ich im Schnelldurchlauf gemacht habe, da muss ich dann pausieren. Das ist halt die Augenschaft 36, die ich mir auferlegt habe. Aber na gut, bevor wir hier jetzt noch länger stehen und ich ratlos weiter in die Umgebung starre, würde ich sagen, wenn ich das alles gesichtet habe, das sind jetzt ungefähr 6 Parts, die ich sichten muss, wo ich das gemacht habe, und muss das dann in der Tabelle nochmal mir markieren, welche ich nicht habe, weil ich habe jetzt nur einen ausgedruckten Zettel, und da kann es natürlich sein, dass man den einen oder anderen aus Versehen abstreicht, den man dann doch nicht hatte. Nichtsdestotrotz sage ich nochmal ein ganz schönes Dankeschön an euch, dass ihr auch immer dran bleibt und auch immer zuschaut. Nach dem letzten Part von Deponia wird dann auch das nächste Projekt starten. Nicht, dass ihr euch wundert. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.